Moin und herzlich willkommen zum 22. Teil. Wir haben es diesmal ganz professionell gemacht. Wir wissen jetzt ganz genau, welcher Teil ist, so wie die Profis das auch machen, mit Zettel und Stift. Zum 22. Teil vom Resident Evil Zero HD Remaster Plus Extended Edition Director's Cut Professional. Heißt das eigentlich jetzt Remaster? Da ist auch schon wieder einer und du hast nicht nachgeladen. Warte, ich habe nicht nachgeladen. Das wollte ich dich gerade nochmal darauf hinweisen, dass ich nochmal nachladen muss. Übrigens, am Pad ist der Schnee immer noch und der Peck ist auch mit dabei. Sag was Kluges oder sag was wie immer. Ich hab. Alter. Haben die. Le ey, lebt der. Nö. Alter. Aber haben die früher auch schon? Waren die auch schon so schnell tot nach zwei Shotguns? Ich Ja, dachte. also. Shotgun-Schüsse, vor allem auf die Entfernung, die hauen schon rein, gell? Also. Ja. Alter, jetzt leg mich am Arsch, ehrlich. Die verfolgen dich aber und die sind auch schnell. Die sind verdammt schnell. Vor allem, wenn die einen anhüpfen, dann ist mal fix der Kopf ab, ne? Das ist halt auch scheiße. Wir haben auch nicht gespeichert. Schildkröte. Der Schnappschildkröte. Ja. Googelt mal nach Alligator Schnappschildkröte. Das ist ein ganz lustiges Tier. Warum? No. Eine Ja. Sekunde. Und dann war es so ein YouTube-Video mit so jungen Alligator Schnappschildkröten. Die waren irgendwie nur 5 cm oder sowas groß. Die sind erstmal ganz aggressiv auf den Kameramann zugerannt. Mit offenem Maul. Zwar nur 5 cm groß, aber hätten ihn immerhin in den großen Fußzeh beißen können. Das kann bestimmt unangenehm sein. Hier, hast du gesehen? Hier ist der Hast du Menschen. unlockt oder was? Mhm. Sehr gut. Das Nilpferd, das die Melone gegessen Ja, hat. so ein Nilpferd mit einer Melone, das merkt er gar nicht, dass da eine Schale drumherum ist. Hier ist bestimmt ein Rätsel. Das hat die gegessen, als hättest du, weiß nicht, in die Pflaume gebissen oder so. Oh, hier. Nothing's changed, was I never thought this room I designed as an experiment would pay. Wie kann man denn einen Room essen? Oh, was? Secret behind this pain, not even suspense. Was? Painting of a mansion in the back of the art room. Wo ist denn der art room? Ist es nicht der, wo wir jetzt sind? Könnte der sein? Das hier ist Art. Ist es Kunst oder kann es weg? Kann weg. Da liegt hier was? Das ist nicht das Bild da. Da. Sieht für dich aus wie eine Menschen. Hä? Ich glaube, hier war irgendwo noch. Da sind nur noch viele Bilder. Ah, okay. Ein Incrobon, okay, schön, schön. Das waren, glaube ich, drei. Steht da was? Ja, dass nichts mehr drin ist. Ah, ich glaube, hier kam noch Mister. Da kam jetzt doch noch so ein Raum. Ich glaube, so ein Spiegelraum kam hier noch. War es nicht auch, wo man die alternativen Kostüme dann irgendwie herkriegen konnte später mal? Ja. Also ich weiß hier ist ein Raum mit einem Zombie und mit einem Spiegel, glaube ich, mit einem großen Spiegel. Ich glaube, für die alternativen Kostüme sind wir zu langsam. Oh. Siehst du, habe ich doch gesagt. Ja. Aber ich habe leider. Soll ich den mal messen? Das schaffst du doch wieder nicht. Ist der tot? Sieht so aus, ne? Was ist denn das hier? Hier blinkt doch was. Ach so. Sieht da so ein Selbstverteidigungsscheiß. Da steht, das könnte eine Batterie sein. Das ist keine Batterie. Sieht so nicht aus wie eine Batterie, bitte. Naja, aber innen drin, also. Ja, innen drin ist es eine Batterie. Es wollte immer eine Batterie sein. Innerlich ist es eine Batterie. Es wurde im falschen Gehäuse geboren. Ja, es geht bestimmt auf. Verdammt, falscher Button. Drück doch mal auf den Knopf. Ja, habe ich dir schon von dem Blinding Flash of the Obvious Da erzählt? muss doch was reingesteckt werden. 4 cm im Durchmesser. Ach, tatsächlich? Ich dachte, das geht einfach so auf. Siehst du mal, wie scheiße du denken kannst, würde Captain Picard sagen. So. Ich würde ja gerne mal so einen Resident Evil Spin-off machen, wo man dann jetzt einfach mit der Shotgun drauf schießen könnte und dann würde es aufgehen. So, nu, jetzt sind wir voll, jetzt haben wir hier auch nichts mehr. Und hier in den Raum, das wäre auch. Ist es ein Rot oder ist es ein Grün? Der Vorhang? Nein, die. Ach so, das ist.
Grün, ne? Ja. Das links ist aber blau. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass es hier irgendwo den... Ja, du musst den Spiegel kaputt schießen und dahinter geht's weiter. Nein, da geht ein Scheiß. Das ist doch eine Tür, oder? Ist das eine Tür? Nein, ich hätte jetzt gedacht, dass das hier der Artroom... Ah nee, ich glaube, der Artroom ist oben. Ah, ich glaube mich zu erinnern. Also wieder falscher Button. Also, ob ich vielleicht bis zum Ende der Serie noch den richtigen Button für die scheiß Map lernen werde. Vielleicht solltest du es einfach mal umkonfigurieren. Was hast du? Was? Was? Wer? Wie? Was? Okay, also hier haben wir nichts mehr. Aber hier haben wir noch eine scheiße Menge. Wo ist denn das? Der Second Floor. Ach, das ist, wenn wir da die Treppe hinaufgehen? Okay, alles klar. Hm. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal hier die Treppe hinauf. Und ist da hinten, rechts hinten, rechts oben, siehst du da die rote Tür? Mhm. Rechts oben? Das ist, glaube ich, der Raum, wo die zweite Schlange drin ist. Mhm. War aber nicht, wo wir jetzt hier gerade sind, noch eine Tür rot, die wir gesehen hatten. Na, hier oben die, aber das ist ja... Ne, die hier in der Mitte, was ist denn mit der? Ach so, okay. Ach, das ist doch unten unter der Treppe, die Türe. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir da hinkommen schon, aber wir können ja mal... Haben wir... Ne, falscher Knopf. Irgendwas, was wir. Ja, so, haben wir irgendwas, was wir da lassen können? Nee. Wir können mal an der Kiste vorbeigehen. Ja, da hast du recht. Wir könnten mal wieder andere Munition oder so mitnehmen. Weil wir verballern hier die ganze Zeit unsere gute. Ja, bitte die Dinger mit der Dings beschießen. War hier eigentlich, nee, falscher Knopf. War hier. Nee, ja, ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwie ein Raum ist. Muss mir nur merken, der eine ist für Menü und der andere ist für Karte. Bei Resident Evil Zero war das irgendwie viel leichter. In manchen Sprachen wäre das übrigens dieselbe Bedeutung, also weißt du? Hm? Hm? Ah nee, hier. Das ist bestimmt in der komischen Box drin. Die wir da mit uns rumtragen. Hm. Beide. Naja, also zumindest mal eins. Hm. Wo haben wir denn mal am besten eine Kiste? Die sind alle so weit weg, ne? Da müsste man an den Handern vorbei. Hm, also hier in der Nähe ist jetzt gerade keine. Doch, ich glaube hier oben hätten wir eine relativ nah. Ist nicht, wenn wir hier hinten durchgehen, dann kommen wir doch da hinten raus, weil jetzt habe ich nämlich den richtigen Knopf gedrückt. Ja. Ah, dann kommen wir da hinten raus. Ah, da können wir auch gleich hier lang gehen. Und da ist auch noch eine rote Tür. An der können wir mal vorbeigehen. Ja, ich weiß, wo wir mal lang gehen. Also, mal schauen, ob jetzt hier noch irgendeiner ist. Ein gastiger Zombie. Und dann ist es da hinten nämlich die Tür, wo der komische Elchkopf... Ja, ich habe schon... weil ich Elch sagen wollte, habe ich mir schon mal... Das habe ich schon gecached. Das CH habe ich schon mal gecached. Der komische Elchkopf ist so. Elchkopf. Ja. Alle Logopäden werden sich jetzt bestimmt voll amüsieren. Hier war letztens ein gastiger Rennzombie, ne? Mhm. Den wir schon 5-mal getötet und 7-mal angebrannt haben. Hier rechts ist jetzt diese die Tür, wo. Das ist jetzt die Tür, die jetzt nicht aufgeht, aber hier unten ist gleich die Kiste. Lass uns erstmal Geraffel in der Kiste weglassen, weil da finden wir hier wieder hoffenweise Scheiß, den wir mitnehmen müssen. Können wir hier speichern. Können wir auch mal speichern, ja. Weil haben wir ja überhaupt in der ganzen, bis jetzt haben wir eigentlich überhaupt noch nicht gespeichert. Noch nie praktisch. So, in dieser Session noch nie gespeichert, ja. In unserem gesamten Leben. Naja, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber... Jo, lass mal machen, Alter, wa? So, 16. Ja. 17 Mal schon gespeichert. Na da. Praktisch, aber haben wir weniger als einmal pro Folge gespeichert, das ist eigentlich gut. Mhm, ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Na, das können wir mal da lassen. Ja, und hier die Raketenwerfermunition eigentlich auch. War da wieder so eine First Aid Box? Ja. So, Raketenwerfer. Haben wir überhaupt schon Raketenwerfer? Nee, ne? Doch, ich glaube schon. Hier brauchen wir nicht für. Nee, wir haben keinen Raketenwerfer. Wo sollen wir den Raketenwerfer hergekriegt haben? Den Menschen-Key werden wir auf jeden Fall nochmal brauchen. Du wolltest noch irgendwo, doch, da ist er doch. Ja, den Grenade Launcher, ja, aber noch nicht den. Das wir kriegen doch dann nochmal. Nee, kriegen wir nicht nochmal dann zum Schluss? Der, mit dem wir gegen den Endboss kämpfen. Ja. Ja, den kriegst du aber nicht. Ja, eine Shotgun können wir nochmal mitnehmen. Wozu denn? Haben wir doch. Weil da 6 Schuss drin sind und ich die 6 Schuss nicht extra explizit rauskriege. Windcrest. Aber hier, guck mal, wir haben Windcrest.
das muss da hinten rein. Da du bist ein Fuchs, bist du ja. geradezu ein Intelligenzbolzen, möchte ich sagen. Ja. Aber ich würde erstmal, wir haben nur ein paar Schuss mit der, lass uns erstmal, wir haben so viele Schuss mit der Handgun. Wir müssen erstmal Handgun-Munition, weißt du, dass wir nicht den Graffel leer machen. Aber lass uns erstmal da hinaufgehen. Wir haben jetzt gespeichert, ne? Ja. Ich glaube, du hast jetzt noch equippen. Und das Windcrest hast du jetzt aber auch nicht mitgenommen. Ja, weil ich oben erstmal den Raum farmen will. Du willst erstmal den Raum farmen? Farmen. Ach so. Sagt dir das nix? Doch, doch. Aber ich habe Raum farmen verstanden. Ja. Siehst du, geht's wieder voll, geht voll gut vorwärts hier bei uns wieder. Wie das Brezel backen. Eigentlich wundert es mich, dass wir nicht den letzten Endgegner, eigentlich müssten wir es schon fast durchgespielt haben. Oh! What's that? Ich weiß, wie das funktioniert hat. Irgendwie, man musste das Licht ausschalten. Ja, der Lichtschalter ist neben der Tür. Ja, und dann musste man es zu dem Vieh oder zu dem komischen Kopf hier hinschieben? Da liegt was. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt von den Dingern, von den Selbstverteidigungsdingern? 3 oder so? Na, hallo, wir haben ja allein 3 in dieser Folge schon eingesammelt. Naja. Ist hier noch irgendwas? Da, ja, tatsächlich. Nochmal. Also langsam können wir auch anfangen, mit dem Grenade Launcher rumzulaufen. Oder war das hier in dem Kopf? Also meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, wohin schiebe ich denn den blöden Tisch dann? Ich würde sagen, zu dem Kopf, oder? Aber der Adler, guck doch mal, der Adler hat auch Argen. Siehst du das? Die sogenannten Adleraugen hat er. Und die willst du mitnehmen? Ich denke schon. Hast du jetzt ein Geräusch gemacht? Hm. Geht nicht weiter. Dann würde ich sagen, schalten wir mal hier aus. Ich kann ja mich denn trotzdem noch weiter angucken. Oh, ja, der da hinten blinkt. Der blinkert, ja. Warum? Was ist denn mit dem? Ich glaube, du musst es wohl doch dahinter schieben. Hm. Alter, von der Seite will sie wieder nicht runtergehen. Da blinkt auch was in den seinen Augen. Na, dann schieben wir es halt erstmal dahinter, gell? Hoffentlich, Ich glaube, es muss noch eins nach links, oder? Ja, hoffentlich macht der garstige Vogel. Wenn, kann man den Zettel auf den Tisch daneben? Nein. Hm. Ah. So, jetzt Chief of Security. X-Day is drawing up on a exhibit the following procedures of 1 week. Predictions are different. Rules, you said. BOW heißt Bio-Organical Weapon. So, hast du nicht gewusst, ne? Nein. Including Tyrant, dispose of the Tyrant. Das ist bestimmt nachher das Labor, wo wir noch hinkommen. Mhm. Oh, hier, die Extension Number 5691. Merkt ihr es mal. Ja. Brauchen wir bestimmt mal. So wie 52481. 7. 9. Ja, aber nicht, dass der komische Adler uns dann anschießt. Er sagt auch, jetzt attached zusammenfällt. Ja. Was können wir denn da mal machen, dass der Adler uns nicht die ganze Vielleicht Zeit an? Vor den Lichtschlitz schieben, den Tisch. Was für ein Lichtschlitz? Und da. Dieses Gerappete, wo halt hier. Ah, guck mal, wir haben zwei Schiebtische. Das fällt dir jetzt erst auf. Na, was machen wir da? Das ist bestimmt. In dem anderen ist ja ein rotes Auge drin. Jetzt eingehakt. Da kommst du jetzt aber eh nicht mehr hin, da müsstest du, glaube ich, jetzt eher aus dich dingsen. Bei dem Adler kannst vielleicht du ja nicht. Haben wir unten irgendwie so Juwelen? Haben wir nicht irgend so ein Juwel? Haben wir nicht schon eins? Genau. Ich dachte, wir hätten schon eins. Achso, da kann ich aber gar nicht mehr hinschieben, ne? Weil ich es schon an den Rand geschoben habe. Und ziehen macht die Alte nicht. Nee, Traktor-Pulling macht sie nicht. Musst jetzt den Raum neu starten. Ich. Wie hier die Boeing, da muss man doch auch neu starten, habe ich heute gelesen.
Die Boeing muss man neu starten. Ja, der Dreamliner irgendwie hat so ein Softwareproblem und wenn man wohl neu startet, dann geht's wieder. Ja, wie immer. Hello IT. Have you tried turning it off and on again? Das Licht ist wenigstens mal noch aus. Hm. Ach, geht jetzt Alde, ehrlich. Jetzt passt sie nicht da durch, so fett ist die schon. Denkt so eine Tussi mit so strammen Waden wie die würde ein bisschen die Kiste schneller schieben, gell? Klettern wir mal dann auf. Ah, ist bestimmt wieder das Gleiche. Ja. Hm. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Sache. Ein vermaledeites Rätsel. Aber ich bin mir sicher, wir haben unten. Vielleicht müssen wir den wirklich einsetzen. Oder denk mal nach, was kann man mit dem komischen... Wieso verfolgt der uns immer? Können die mir einen Spiegel vorhalten? Aber mit dem Adler konnte ich auch nichts machen. Ich habe ja ein bisschen geschoben eigentlich, ne? Da haben wir ja einen Blue Gem. Blue Gem, der ist so blue wie die Augen von dem Adler, ne? Okay. Was anderes haben wir nicht. Das Windcrest haben wir noch, das brauchen wir noch. Nein, ich glaube, das war's. Nee, das haben wir nicht. Mal schauen. Ansonsten schieben wir nochmal die andere Kiste hin und gucken, ob es damit geht. Als ob ich damit an dem komischen Adler irgendwas rumfriemeln kann. Auch von der anderen Seite. Ich dachte, Zwerbau. War nicht irgendwas noch mit einem Bild im Raum oder so? Oder hier das? Vielleicht muss ich das auch an den Adler oder so machen. Aber der hat ja eigentlich zwei Augen, die anderen haben ja eigentlich nur eins, weißt du? Dann probieren wir das mal so. Na komm, alle. So, und jetzt? Geht nicht. Cool. Vielleicht sind wir noch nicht nah genug dran, manchmal hat er sich ja. Okay, der ist gelb, der andere war rot, ne? Nee, geht nicht. Schöne Scheiße. Vielleicht, wenn wir, was ist passiert, wenn wir das Licht dann machen? Ach, vielleicht muss man es erst und so. Vielleicht muss man so eine Farbkombination bauen. Weißt du, zusammen mit dem Adler. Versuch mal, ob du da jetzt den Gemstone usen kannst. Achso. Ja, okay, ist gut. Ging's? Nein, it's not necessary. Schöne Scheiße. Nee. Na gut, dann würde ich sagen, wie dieses spannende Rätsel ausgeht, sehen wir direkt im nächsten Teil. Kannst du nicht deinen blöden Handyton ausschalten? Und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.